Grüß euch, ich bin die Tante Camilla. Ich bin der Klaus und ich hole mir bei der Tante Camilla ein paar wertvolle Tipps. Ja, ich beschäftige mich gern und viel mit Kräutern und mit Hausmitteln. Mir ist einfach aber wichtig, dass die Sachen sind, die ich daheim im Hause habe. Und da haben wir heute das Thema Sonnenbrand. Und da habe ich verschiedene Sachen jetzt für die Küche, wo man sagt, das hat man daheim, oder zumindest irgendwas von dem hat man daheim, was man ganz schnell anwenden kann. Da haben wir zum Beispiel einen Topfen. Wenn du jetzt einen Sonnenbrand hast, nimmst du einen Topfen und tust ihn auf die Stelle, wo der Sonnenbrand ist. Soll ich das gleich mal probieren? Ja, das kannst du gleich probieren. Du wirst das merken, das kühlt, das ist schmerzlindernd und entzündungshemmend. Mhm. Und das lasse ich oben wie lang? Bis der Topfen trocken ist. Okay, also dann preselt er eh so an, gell? Genau. Und dann tust du es kalt runterduschen und dann holst du alles herum. Was auch noch ganz gut ist und ganz schnell geht, ist, wenn du eine Kartoffel daheim hast, dann nimmst du die Kartoffel und schneidest das einmal auseinander. Mhm. Einfach alle mitten. Genau, und mit der Schnittstelle tust du dann den Sonnenbrand einfach ein bisschen tupfen. Da musst, wenn du wirklich einen gescheiten Sonnenbrand hast, ein wenig vorsichtig tupfen, ja. Weil das tut dann weh. Wenn man jetzt wirklich einen großflächigen Sonnenbrand hat und viel ist gescheit, man raspelt es her und tut sich dann den Brei auftragen. Okay. Weil das ist dann sanfter, als wenn du so auftupfst, was mit einer kleinen Fläche natürlich kein Problem ist, aber wenn es zu groß ist, ist gescheiter, du raspelst das her. Also den Soft, das man dabei hat? Oder genau, weil der Soft, genau, weil die Stärke von der Kartoffel, die lindert den Sonnenbrand. Und durch das ist dann auch von den Schmerzen her erträglicher. Du hast dann weit weniger Schmerzen. Mhm. Genau, dann kann man noch mit Zitronensaft machen. Aha, also die pressen sie einfach genau, aus. Genau, die presst er auf. Ist es wichtig, dass ein frischer Zitronensaft ist, also frisch auspresst, oder kann ich auch einen fertigen Zitronensaft nehmen? Nein, schon einen frisch auspressen. Mhm. Also du hast ganz andere Inhaltsstoffe drinnen, wenn du das frisch auspresst. Und weil man ja eh so empfindlich ist, wenn man Sonnenbrand hat, kannst einfach deine Finger dazu nehmen und dann auftupfen. Also da tue ich einfach ein wenig. Genau, ist am Scheitern und dann tupfst du es einfach aus. Aha. Was wirkt da in der Zitrone, dass da der Zitrone ist? Also das hilft einfach, dass sich die Haut schneller regeneriert. Okay. Das ist einfach bei der Verbrennung ganz gut. Was wir nun machen können, ist ein Apfelessig, hat man auch meistens in der Küche. Mhm. Dann nehmen wir jetzt einen Apfelessig. Und genauso viel Wasser dazu. Okay, 1:1 mischen. Genau, 1:1 mischen wir das. Und dann nimmst du einfach ein Tuch, je nachdem wie groß halt der Sonnenbrand ist. Je größer der Sonnenbrand, desto größer das Tuch. Mhm. Das tunkst dann ein in die Essiglösung und druckst es dann aus und legst es auf. Da mache ich mir so ein Wicke. Genau, und du wirst merken, wie das gut kühlt. Mhm. Und eben auch wieder ganz gut für die Regeneration von der Haut. Also das lege ich auf, dann lasse ich es drauf liegen. So ist Andrucker oder Festmacher? Das kommt darauf an, auf welche Stelle du das hast. Wenn du das am Rücken hast, bist du schwer da mit dem Andrucker oder Festmacher. Okay, und dann warte ich, bis es halbwegs austrocknet ist oder bis es sich besser angespielt und tue ihn wieder runter. Genau. Das gleiche geht auch mit einem ganz normalen kalten Wasser. Mhm. Da kühlst du es einfach. Das heißt, da geht es um einen Effekt vom Essig vorher, genau. Jetzt geht es um den Kühleffekt. Und da ist einfach der Kühleffekt vom Wasser da. Ich mache das jetzt noch, wie es das vorher da ist, wenn ich ausdrucke, ne? Genau. Und dann lege ich es wieder auf. Genau. Und wenn du einen Sonnenbrand hast, dann darf ich nicht reiben. Dann ist es sicher gescheit, wenn du es nur auflegst und in Ruhe lässt. Genau, dann haben wir die Aloe Vera Pflanzen. Die ist sowieso voll gut bei Verbrennungen. Ja. Da kannst du einfach was runtergeben. Okay, das kann ich runter. Ja, genau, da brichst du einfach was runter. Jawohl. Genau, und dann siehst du das Gel. Mhm. Genau, und das Gel, das tropfst du dann einfach auf die verbrannte Haut auf. Also das ist wirklich ganz das glitschig so, gell? Mhm. Und das verstreiche ich auf der Haut? Genau, das ist überhaupt das Allheilmittel bei der Haut. Also das hilft für alles. Also das kann man merken, Aloe Vera immer gut für die Haut. Genau. Gerade bei Verbrennungen, auch wenn du in der Küche irgendwo brennst. Ja. Beim Ofen oder so, Aloe Vera ist immer gut.